So, liebe Freunde, Runde 6. Also, nachdem wir jetzt so viele verloren haben, aber es meistens so knapp war und ich war auch rückblickend wirklich häufig on fire. Also, es war jetzt nicht so schlecht von meiner Seite aus. Probieren wir jetzt die 6. Runde und hoffen, dass wir da mal wieder ein bisschen gewinnen. Das wäre nicht verkehrt. Ich würde mich echt nicht drüber beschweren. Ja, wir haben keinen zweiten Heiler, wenn ich das jetzt so richtig sehe hier, aber wir haben einen Roadhog, der sich selber heilen kann. Naja, nicht das, was ich mir wünschen würde, aber es könnte ja noch funktionieren. Also für den Asmurov jetzt nochmal, so sieht's aus, ja, Roadhog und Reinhard, mich als Heiler, den Lucio, und dann Symmetra, Soldier, Junkrat, also ist... Ich denke, ist keine schlechte Kombination. Okay, da haben wir schon eine Pharah. Ganz böse. Ja, wir haben keinen zweiten Heiler. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Das hat die Pharah übrigens jetzt auch gesehen, dass wir keinen zweiten Heiler haben. Und wenn ich mich jetzt hier umhaut, dann haben sie den Punkt. Aber wieso kriege ich mal solche lustigen Runden hier? Also ich muss jetzt eigentlich schon gar nicht mehr reinlaufen. Den Punkt schenken wir jetzt. Oh, ey. So, das Problem, was derzeit besteht. Der Soldier kümmert sich mal wieder nicht um die Pharah. Wir haben nur einen Heiler. Das heißt, wenn die Pharah mich dann runterballert, weil der Soldier sie nicht runterballert, ballert mich weg, dann haben wir gar keinen Heiler mehr und die laufen einfach vorwärts. Das ist das derzeitige Problem. Aber wir haben jetzt einen zweiten Heiler. Die haben jetzt aber Pharmacy, die berühmt-berüchtigte Mercy-Pharah-Kombination. Und wenn da der Soldier nicht drauf reagiert, dann haben wir da ein Problem. So, und was machen wir? Wir machen hier gar nichts. Ja, das wird schon wieder so eine Scheißrunde werden. Wir lassen die einfach ranrollen. Ja? Ist eine ganz gefährliche Sache gerade wieder. Und was kann ich da als armer kleiner Heiler machen? Ich kann ja nicht viel machen. Ich kann nur sterben irgendwie. Wir kriegen ja gewiss manchmal den einen oder anderen Kill hier. Ne? So, die Mercy ist weg. Und da war ich noch am Wallriden hier. Das Klügste, was ich theoretisch machen kann, ist jetzt auf Diva gehen. Also, widerspreche damit gerade der Meta, in Anführungsstrichen, die sie hier spielen wollen. Aber Alter, mein Gott!
Mercy. Ich werde jetzt gleich noch auf Mercy wechseln. Auf Diva wechseln. Irgendwie so wie ein Bestien, aber ich muss mich täuschen. Oh, das ist ein Bestien. Ja, da habe ich ins Reinhardt-Schild gepucht. Ulti. Wäre die jetzt nicht da, würde ich auf Diva gehen. Aber ich denke mal, die Zeit reicht nicht mehr. Abgeschlossen. Ja. Punktestand 0. Also ich und meine Placement-Matches. Ich weiß echt nicht, wo das noch hinführen soll. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ich finde es ja immer noch ziemlich ermunternd, dass ihr mir immer noch Likes für diese Videos gibt. Ja, so ein bisschen aufbauend, aber so ein bisschen fragt man sich auch, wofür spielt man diese Placement-Matches? Ich weiß es nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Diva Reinhardt, Zenyatta Mercy, Pharah Junkrat. Eigentlich auch keine schlechte Kombination. Die Pharah kann nerven, der Junkrat kann nerven, die Mercy kann heilen. Ja. Diva, Reinhardt gut zum gemeinsamen Reinkommen. Nicht schlecht. Also Reinhardt. Hier brauchst du noch nicht schilden. Schilde für dich jetzt. So. Liegt der schon? Wieso liegt der schon? Der ist schon tot. Oh Gott, dieser Reinhardt. Wieso ist denn der schon tot? Ja. Es bleibt uns noch eine andere Möglichkeit, nämlich oben umzugehen. Keinen erwischt, keinen erwischt. Oh.
Ja, dieses Spiel werden wir wieder verlieren. Ich bin so unglaublich schlecht. Das Gefühl habe ich zumindest. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Nein, das ist. Wir können jetzt noch mal versuchen, hinter uns zu laufen. Eine verschwendete Runde gewesen. Helden sterben! Helden sterben! Entschieden doch! Ja, 78%, ob ich damit noch was erreichen kann hier. Hier kommt ihr nicht durch! Das war wieder ein toller Verlust. Eine hervorragende Niederlage habe ich super hingekriegt. Oder hat unser Team super hingekriegt. Endpunktestand 0:3. Warum gucken wir uns das eigentlich noch an? Ich weiß es nicht. Niederlage. Niederlage, 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 Niederlage. Highlight des Matches. Das ist eure gerechte Strafe. Tja, ich war doch im Teamchat, oder? Ja. Niederlage gesiegt. Niederlage, 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 Niederlage. Und wahrscheinlich die letzten vier auch noch. Bereitet euch geistig drauf vor. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal.